kann jetzt ein Gesicht geben da von mir auf der Seite. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Erstmal das Erste oder was? Bitte? Nee. Wir waren erstmal das Erste, bevor wir das Zweite Bild machen, oder? Das Zweite mache ich nur mit dir. Okay, und das Erste, wie willst du das jetzt? Ein bisschen dichter an den Eicher dran fahren und ein bisschen. Nee, das war's, glaube ich. Stellen wir hier so ein bisschen. Den stellen wir hier so rein. Den können wir, die Zünder hier so schräg ein bisschen reinstellen. Wir helfen auch beim Schieben, glaube ich, alle. Zunächst mal, liebe Oldtimer-Freunde, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle heute hier seid und mir auch Mut macht, dass wir am 28.04. 775 Fahrzeuge auf die Wehrweide bekommen werden. Das Wetter habe ich mir vorhin noch mal angeschaut. Aber was da ist, das wissen wir heute alle noch nicht. Denn Vormittag soll es bisher regnen. Aber bis dahin haben wir Sonnenschein, da gehen wir mal von aus. Ansonsten scheint die Sonne in Frankenberg sowieso immer. Von daher ist das kein Problem. Aber erstmal vielen herzlichen Dank für die schönen Fahrzeuge, für die schöne Zündab, die hier steht. Und auch das ist eine R60, glaube ich, wenn ich das sehe, mit einem Gespann. Das ist natürlich schön. Oder den alten Opel Rekord, der hier steht. Oder hier diesen Hanomag, der als Traktor da steht. Deshalb will ich noch mal aufrufen, alle, die ein Fahrzeug haben, was älter als 25 Jahre ist, denn wir haben es ja nicht auf die 30 Jahre, wo normalerweise dieses H-Kennzeichen, wie hier ist, reduziert, sondern alle Fahrzeuge, die über 25 Jahre alt sind, auf die Wehrweide zu bringen. Bei gutem und bei schlechtem Wetter natürlich, dass wir dort auch einen großen Erfolg haben. Insgesamt wird es, und wenn ich von Holger Behlen die Veranstaltung sehe, wo ja dort auch immer etliche Fahrzeuge hinkommen, 100, 200, 300, 160. Das ist ja so eine Zahl. Deshalb haben wir auch den Mut gehabt, das überhaupt zu sagen, zur 775-Jahrfeier, 775 Fahrzeuge, 25 Jahre und älter auf die Wehrweide zu bringen. Das wird eine Riesenshow werden, die wir dort haben. Auch für alle, die keinen Oldtimer haben, aber vielleicht mal Interesse haben, die können schon mal schauen, was gibt es für nette, schöne Fahrzeuge, die dort insgesamt vorgefahren werden. Und es wird auch so sein, dass natürlich Fahrzeuge kommen, wieder weiterfahren. Wichtig ist auch, dass man sich in der Technik einfach mal austauschen kann. Was ist dort alles los? Und wenn ich sehe Fahrzeuge, deshalb sage ich das auch, zählen nicht nur Kraftfahrzeuge dazu. Überall, wo ich im Moment im Einsatz bin, und das war am Sonntag hier auch zur Eröffnung der Wandersaison, habe ich schon ganz deutlich gesagt, auch jeder, der ein Fahrrad hat, was 25 Jahre und älter ist, darf auch dazukommen. Das zählt genauso. Und viele, die etwas älter sind, haben auf dem Dachboden bestimmt auch noch so ein kleines Bobbycar stehen. Die zählen genauso dazu. Also wir wollen 775 Fahrzeuge auf die Wehrweide bekommen. Deshalb mein Aufruf, kommt einfach auf die Wehrweide. Wir werden sicherlich viel Spaß haben, viel Technik erleben können, wo man damals noch schrauben konnte und heute natürlich auch noch. Wenn man diese neuen Autos sieht, die hier oben sind, da kann man Teile tauschen, Holger. Dann ist es vorbei oder mit dem Computer arbeiten, ja. Hier ist noch Technik pur, was man hier ja auch schon riecht. Ne, wer da so ein bisschen Blut in den Adern hat, weiß, was er dort erleben wird. Und dieses Fachsimpeln, wie hast du das gemacht und wie kann man es besser machen, das gehört natürlich auch dazu. Deshalb vielen herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid und ich freue mich einfach drauf, dass wir dann am 28.04. später erkennen können, wie viele Fahrzeuge haben wir auf der Wehrweide untergebracht, wie viele waren da. Und natürlich habe ich eine Wette ausgesprochen, dass wir es schaffen werden, 775 Fahrzeuge auf die Wehrweide zu bekommen. Und ich bin die letzten Wochen schon immer genervt worden, zu erzählen, was ist denn nun mein Wetteinsatz? Ich will es sagen, es soll was Soziales sein. Ich möchte mich, falls wir keine 775 Fahrzeuge älter 25 Jahre auf die Wehrweide bekommen, hallo, das ist noch nicht 25 Jahre alt, die dort, also falls wir das nicht erreichen, werde ich mich an einem Vormittag in eine städtische Kita um kleine Kinder bemühen und dort mal sehen, welche Belastungen unsere Erzieherinnen haben. Das ist mein Einsatz, den ich bringe, aber natürlich möchte ich den nicht einlösen wollen, sondern ich möchte, dass wir 775 Fahrzeuge, 25 Jahre oder älter auf die Wehrweide bekommen. Vielen Dank. Und euch vielen Dank vor allen Dingen, ne, dass ihr das alles so mitmacht und mit dabei seid, denn wir helfen gerne. Ihr schafft's ja. Wir helfen gerne. Wir schaffen.
zur Front stellen. Schmink uns noch ein bisschen, komm. Komm mal weg. Ihr könnt doch jemand hier.